Heute am Maria-Himmelfahrtstag haben wir im Stift Heiligenkreuz ein ganz besonderes Fest. Im Rahmen des Pontifikalamtes legen zwei unserer Mitbrüder, Frater Benjamin Puschnik und Frater Anastasius Erling, in die Hände unseres Abtes Maximilian Heim ihre feierliche Profess ab. Bis zum Tod versprechen sie, hier in diesem Kloster Gott zu suchen, in Gehorsam, klösterlichem Lebenswandel und Stabilitas. Es ist schön, dass Sie mit dabei sind und diese heilige Feier gemeinsam mit uns erleben. Beten Sie gut mit für uns als Gemeinschaft und für die beiden Mönche. Treten wir jetzt ein in diese ganz besondere Feier. Danke, dass Sie mit uns verbunden sind und mit uns feiern.
Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. In großer Freude dürfen wir heute mit der ganzen Kirche das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel feiern. Diese, unsere Stiftskirche, ist diesem Geheimnis geweiht. Und wir freuen uns, dass heute, zu dieser Stunde, die feierliche Profess stattfindet von unserem Frater Anastasius Henry Ehrling und vom Vater Benjamin Clement Busnig. Verehrte Eltern und Großeltern, Geschwister, Angehörige und Freunde aus Slowenien, aus Deutschland und Spanien, wir freuen uns sehr, dass Sie heute alle gekommen sind, um dieses wunderbare Fest der Hingabe zu feiern. Wir danken auch dem hochwürdigsten Herrn Dompropst, Prälat Ernst Bucher, dass er bei uns ist. Und wir danken auch den beiden Äbten Gerhard und Gregor, meinen Vorgängern, dass sie auch mitfeiern. Venerabilis Patres Priores, liebe Mitbrüder, der Rektor unserer Hochschule und die Professoren unserer Hochschule, alle seien Sie herzlich begrüßt. Heute gilt auch ein besonderer Gruß den Magistri, unserer Neuprofessin, hier in Heiligenkreuz, Pater Meinrad und Pater Tarcisius, der heute zugleich auch seinen Namenstag feiert. Wir danken den geistlichen Begleitern, auch dem Pater Bernhard, der heute sein goldenes Professjubiläum feiert. Ein besonderer Gruß gilt den Begleitern, den geistlichen Begleitern, die unsere Neuprofessen bis hierher begleitet haben, vor ihrem Klostereintritt. Ich begrüße herzlich Pater Anselm, Mönch aus Downside in England. Er war Erzieher vom Vater Anastasius im Internat. Ich begrüße herzlich Pfarrer Josef Ledermann aus Bremen, der mit der Familie eng verbunden ist, Familie Ehrling. Wir freuen uns auch, dass die Musikkapelle heute hier vertreten ist und auch der Bürgermeister. Liebe Schwestern und Brüder, seien Sie alle, die auch über die Medien mit uns verbunden sind, herzlich begrüßt. Ein Fest des Dankes, ein Fest der Hingabe, ein Fest der Freude. Beten wir für unsere beiden Fratres Benjamin und Anastasius. Sie sind auf einem langen Weg hierher gegangen, um ihr Leben Gott zu schenken, als einen Anfang, der immer wieder auch neu das Ziel vor Augen hat, nämlich den dreifaltigen Gott, der uns alle in seine Nachfolge ruft. Wir wollen uns als Sünder bekennen und Gott um Vergebung unserer Schuld bitten. Confiteo. Te omnipotenti et vobis fratres, quia peccabinis, cogitationem, verbo opere et omissionem, mea culpa, mea maxima culpa, ibio recon, beata Maria Sancta Virgine, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me ad hominem Deum nostrum. Miseriato nostri omnipotens Deus, et immisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Kyrie eleison.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Benedicimus Dei. Deus Pater Omnipotens, Domine Deus, Domine Deus Sacros Dei, Filius Patris. Peccata mundi, susciper imprecationem nostra. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott,
Du hast die selige Jungfrau Maria, die uns Christus geboren hat, vor aller Sünde bewahrt und sie mit Leib und Seele zur Herrlichkeit des Himmels erhoben. Gib, dass wir auf dieses Zeichen der Hoffnung und des Trostes schauen und auf dem Weg bleiben, der hinführt zu deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und in seinem Tempel wurde die Lade seines Bundes sichtbar. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen. Und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel. Und siehe, ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und mit 7 Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Zepter weiden wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Wort des lebendigen Gottes. Propter veritatem et mansuetudinem et justitia. Ah.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, Christus ist von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge. Erster ist Christus, dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende. Wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft entmachtet hat und seine Herrschaft Gott dem Vater übergibt. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wort des lebendigen Gottes. Alleluia, Alleluia, sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Quid petitis? Sorgite in nomine Domini. Lieber Frater Benjamin,
lieber Frater Anastasius, verehrte Eltern, Großeltern, Geschwister, Angehörige und Freunde, die aus Slowenien, aus Deutschland, aus Spanien gekommen sind, verehrte geistliche Begleiter auch unserer Neuprofessen, liebe Mitbrüder, liebe ehrwürdige Schwestern, Schwestern und Brüder im Herrn. Heute feiert die Kirche eines ihrer wichtigsten marianischen Feste, nämlich die Aufnahme Mariens in den Himmel. Am Ende ihres irdischen Lebens ist Maria mit Leib und Seele, wie wir glauben, in den Himmel erhoben worden, das heißt in die Herrlichkeit des ewigen Lebens, in die volle und vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Was Gott Großes an Maria getan hat, das ist auch uns verheißen. Der Tod verliert seinen Stachel. Es ist ein Hinübergang in das eigentliche Leben. Und dennoch, und das habt ihr auch in unterschiedlicher Weise erfahren, haben wir Angst vor dem Tod. Vielleicht geht es uns deshalb so, dass wir immer wieder auch erschüttert sind, wenn die Mitbrüder sich flach auf die Erde legen, bei der Prostratio. Niederlegen als Zeichen der Hingabe, aber irgendwie auch als Zeichen des Sterbens. Bei den Benediktinern wurde früher noch dramatischer das Leichentuch über den Neuprofessen gebreitet. Das sollte hier ein Hinweis sein auf das Usque ad mortem. Und dennoch sind wir, auch wenn wir total ausgeliefert sind und wissen, dass wir nur ein Staubkorn sind im großen Universum, wie es einmal der heilige Papst Paul VI. Ausdrückte, gehalten von Gott, gehalten von seiner Barmherzigkeit und seiner Liebe. Ja, es ist die barmherzige Liebe unseres Gottes, die uns trägt und hält. Es ist der Gedanke vom heiligen Augustinus, du würdest nicht suchen, wenn du nicht zuvor von ihm gesucht worden bist. Der heilige Bernhard wiederholt dieses Wort. Und du würdest ihn nicht lieben, wenn du nicht zuvor von ihm geliebt worden wärest. Und deshalb diese Frage am Anfang, wie ihr am Boden gelegen seid, was begehrt ihr? Die Barmherzigkeit Gottes und des Ordens. Ohne seine Barmherzigkeit können wir nicht atmen, bekommen wir gleichsam keine Luft mehr. Und deshalb schulden wir auch uns gegenseitig im Kloster diese Barmherzigkeit. Denn sie ist gleichsam die Atmosphäre, die ein Kloster lebenswert macht und liebenswert. Liebe Mitbrüder, der heilige Bernhard bekennt im 70. Brief, ihr wisst es, wenn Barmherzigkeit eine Sünde wäre, könnte ich nicht umhin, sie zu begehen, das heißt barmherzig zu sein. Seid also barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid mit den anderen barmherzig, aber auch mit euch selbst. Verlangt keinen Perfektionismus von euch selbst, sondern immer wieder auch schaut, dass der Herr, wie wir gehört haben, der Vollender unseres Glaubens, unserer Hoffnung und unserer Liebe ist. Und er hat dies vollendet im Zeichen des Kreuzes. Es ist das Zeichen, wo wir gleichsam seinen Tod
und seine Auferstehung in uns aufnehmen dürfen. Und deshalb sprechen wir, O Crux ave spes unica, O Kreuz, du einzige Hoffnung, sei gegrüßt. Lieber Vater Benjamin, lieber Vater Anastasius, nach langen Jahren sind wir jetzt wieder, oder sind wir per Du, das heißt Brüder. Brüder, die einander tragen und ertragen. Brüder, die füreinander vor Gott einstehen und die es nicht unterlassen, gerade auch diejenigen mitzutragen, die vielleicht momentan eine Stärkung brauchen, weil sie vielleicht eine Schwäche durchleiden. Es ist das Kreuz, das uns verbindet. Es ist das Wahrzeichen nicht nur unserer Kirche hier in Heiligenkreuz, sondern auch eurer Heimat. Gott sei Dank, dass in Bremen noch auf dem Kirchturm das Kreuz ist. Und Gott sei Dank, dass auch in Slowenien der Kirchturm zur Heimat gehört. Und dass ihr beide wirklich in einer Familie aufgewachsen seid, wo euch die Kirche nicht fremd war, sondern wo ihr so vertraut wurdet, dass ihr dort ministriert habt, dass ihr dort wirklich eine Liebe zum Herrn entwickelt habt, die euch trägt bis zum heutigen Tag. Es leuchtet, dieses Kreuz. Gerade wenn ihr am Vormittag aus unserer Stiftskirche tretet und hinaufschaut zur Dreifaltigkeitssäule, wo das heutige Geheimnis so gut und schön von Giovanni Giuliani dargestellt worden ist, dann seht ihr oben, wie es einmal Abt Karl Braunsdorfer gesagt hat, das siegreiche, leuchtende Zeichen der Erlösung. Glaubt daran. Das Kreuz in unserem Leben ist so, dass wir unter dem Kreuz stehen. Wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und dann wird es für uns zum Hoffnungszeichen, zum Zeichen der Verbundenheit mit Christus, wie bei der Gottesmutter Maria. Und wenn uns Christus selber aufs Kreuz legt, dann ist das kein Betrug, sondern dann ist das ein Siegel seiner Liebe. Wir alle haben mitgebangt, lieber Vater Benjamin, in dem Jahr, wo Sie schwerst krank gewesen sind, wo Sie die Chemotherapie durchlitten haben. Es ist eine Passion, die ein Geheimnis in sich trägt. Und wir sollen dieses Geheimnis hochschätzen, weil es uns gleichförmig macht mit Christus. Der Herr hat ganz unterschiedliche Wege für uns aufbereitet. Aber er kennt die Wege. Jedem ist der Weg gewiesen, hat es einmal Maximilian Kolbe formuliert. Für uns wird deshalb das Suszippe, das wir in der Profess singen, zum Amplexus, wie es der Stab hier, den die Mitbrüder mir vor 2 Jahren geschenkt haben, bildlich darstellt. Der Gekreuzigte neigt sich zum Professen herab, zum heiligen Bernhard und heute zu euch. Und er umfängt euch in Liebe. Nimm mich auf, o Herr, nach deinem Wort. Und dann heißt es nicht, und ich werde sterben, sondern ich werde leben. Lass mich in meiner Hoffnung nicht scheitern. Wer nicht gelitten hat, der hat nicht geliebt. Und es stimmt, dass das Erbarmen den liebenden Sinn unwiderstehlich zum Mitleiden mit dem Leidenden nötigt.
Der Herr ist auch der Mitleidende mit uns. Blicken wir auf die Gottesmutter Maria. Ihr Jesus-Sippe hat sich vollendet in ihrer Aufnahme in den Himmel. Aber sie ist uns deshalb nicht fern, nicht über den Himmel erhoben. Es gilt eigentlich für sie auch das Wort des heiligen Hieronymus, das wir oft auf Verstorbene anwenden, wenn wir einander trösten wollen. Wer zu Gott heimkehrt, bleibt in der Mitte der Seinen. Und so gilt es auch für die Gottesmutter Maria. Sie ist sicher die Himmelskönigin, aber sie ist auch unsere Mutter, die uns nahe ist, die uns zeigt, dass sie das große Zeichen am Himmel ist, eine Frau mit der Sonne umkleidet und dem Mond unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen um ihr Haupt, und dass sie dennoch bereit ist, sich sogar Kindern, wie zum Beispiel in Fatima, ganz mütterlich zuzuneigen. Wie eine Mutter, die jeden einzelnen Wunsch gleichsam uns von den Augen ablesen kann. Denken wir auch an Fatima. Der Papst Franziskus hat vor wenigen Tagen erst ihr, der Mutter Gottes, dort die ganze Welt ihrem unbefleckten Herzen anvertraut. Jedem Einzelnen. Seine Last ist ja unerträglich eigentlich. Und so kann man gut verstehen, dass er oft in einem stillen Gebet, in einem Herzensgebet das ausdrückt, was wir mit Worten gar nicht fassen können, weil es notwendig ist, immer wieder neu beim Himmel hier auf Erden Zuflucht zu nehmen und zu wissen, dass das Fenster sich öffnet, sobald wir unser eigenes Fenster, unsere eigene Tür vor diesem Fenster der Ewigkeit nicht verschließen. Maria ist die Mutter der Barmherzigkeit. Sie hat das Erbarmen Gottes gepriesen in ihrem Magnificat. Sie singt: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Die Barmherzigkeit wird von ihr besungen. Und der heilige Wilhelm von Thierry sagt es einmal wunderbar: Wo finde ich diese Barmherzigkeit? Im geöffneten Herzen Jesu. Alle Gnaden, die wir empfangen, kommen wirklich aus seinem durchbohrten Herzen. Sie selber, Maria, wollte, dass er durch ihr Fiat zu ihr kommt. Und eure Profess ist auch heute ein Fiat. Ein Fiat, das ihr schon längst gesprochen habt. Ein Fiat, das eigentlich das Amen eurer Erstkommunion wiederholt. Ein Fiat, das das Versprechen eurer Eltern bei der Taufe einlöst. Denn Profess ist nicht einfach ein Neubeginn, auch nicht die feierliche Profess, sondern sie ist nur ein weiteres Siegel der barmherzigen Liebe Gottes zu uns, dass wir von ihm geliebte Kinder sind, die er in der Taufe angenommen hat, die er in der Firmung gestärkt hat und die er zugleich durch die heilige Kommunion immer wieder neu ermuntert, Amen zu sagen. Amen zu ihm selber, aber Amen vor allem zum eigenen Leben mit Gott. Wenn jemand mich liebt, so sagt Jesus zu Judas Thaddäus, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden bei ihm wohnen. Traut nicht jedem Geist, sondern traut dem Worte Gottes. Traut wirklich ihm, der alles für uns gegeben hat, sein eigenes Blut. Und er weiß es,
wie er unsere Berufung formt, oft auf Wegen, die wir nicht kennen, aber auf Wegen, die letztlich durch ihn zu Heilswegen werden. Auch eure Berufung ist gewachsen, weil es Menschen gab und gibt, die euch mit Christus in Berührung gebracht haben. Ich habe es schon erwähnt, ihr stammt beide aus einer christlichen oder aus christlichen Familien und habt auch dort, und es freut mich, ora et labora gelernt. Nicht nur das Beten, auch das Arbeiten. Ihr habt durch eure Eltern, Großeltern, durch eure Geschwister, durch die Familie, wurdet ihr menschlich geformt, auch durch die Arbeit. Oder Benjamin, durch die Tischlerei zu Hause, wo eben die ganze Familie doch teilnimmt an dem, was die Familie auch ernährt. Pater Anastasius in Bremen, durch die große Rolandmühle. Wenn man sieht, dass in einem Betrieb, wo so viele Familien auch davon leben, Verantwortung getragen werden muss, dann versteht man gut, dass man nach dem Abitur nicht gleich studiert, sondern vielleicht erst einmal eine Lehre macht, um als Groß- und Außenhandelskaufmann eine Ausbildung zu haben, die Verantwortung übernimmt für die anderen. Dies alles hat auch den Boden für eure Berufung hier bereitet. Wie viel habt ihr anderen zu verdanken, die euch geistlich auch begleitet haben, ob in Heiligenkreuz oder in der Heimat, im Priesterseminar in Ljubljana oder im Benediktinerinternat in England. Gleich werdet ihr eure Professurkunde verlesen und sie am Altar unterzeichnen, Zeichen der Hingabe. Und dann singt ihr das Suszibe: Nimm mich auf und lass mich in meiner Hoffnung nicht scheitern. Und weil ihr wisst, dass wir dieses Ziel nur aus der Gnade Gottes, die uns auch die Mitbrüder erflehen, bekommen könnt, kniet ihr vor jedem Einzelnen nieder, nicht um den Einzelnen anzubeten. Aber dennoch ist es ein Flehen. Bete für mich, ora pro me, Pater. Bete für mich, Vater. Und der angesprochene ewige Profess nimmt sein Vatersein, das er im Kloster auch erlernen muss, wahr und betet wie ein Vater: Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum. Der Herr segne deinen Eingang und deinen Exitus. Der Exitus ist nicht leicht. Ein Ende, aber das für uns nicht ein Ende des Lebens ist, sondern eine Vollendung des Lebens in der Ewigkeit. Usque ad mortem. Und dann die Mönchsweihe. Der Abt bittet um den Schutz vor den Angriffen des Feindes. Lass dein Angesicht über uns leuchten, dann ist uns geholfen. In feierlicher Form wird der Name des dreifaltigen Gottes über euch ausgerufen. Als Zeichen eurer Hingabe werdet ihr wieder euch zu Boden werfen. Noch einmal der gleiche Gestus. Wir bitten dann Gott, dem Vater, dass er euch die Gnade gebe, den alten Menschen abzulegen und als neue Menschen zu leben. Das werdet ihr in jeder Beichte wiederholen dürfen. Denn der alte Mensch, der rührt sich immer wieder von Neuem. Aber wir bleiben nicht die Alten. Wir machen eine Entwicklung durch und bitten den Herrn um die Gnade, dass er mit uns ist. Wir bitten den Sohn Gottes, dass er euch die Gnade gebe, auf seine Stimme zu hören und ihm zu folgen, vor allem auch in der Lectio Divina, die euch durchformen soll,
dass ihr euch nicht von irgendetwas prägen lasst, sondern von seinem Wort. Und wir bitten schließlich den Heiligen Geist um den Geist der Heiligkeit. In Demut, in Gehorsam und in brüderlicher Liebe. Und dann werdet ihr mit der Kukulle begleitet. Es ist das weiße Gewand, das euch daran erinnert, dass ihr das Gewand der Gnade tragt. Eigentlich ein großes Taufkleid. Es ist nur ein wenig verlängert worden. Das Gewand der Gnade, wo wir wissen, dass wir im Blut des Lammes reingewaschen sind. Liebe Mitbrüder, jetzt dürft ihr auch dann Pater genannt werden. Pater Benjamin und Pater Anastasius. Der Anastasius ist uns in diesen Jahren sehr nahe gekommen, der selige Anastasius. Er hat schon mit ganz jungen Jahren eine so große Liebe zum Herrn entwickelt, dass die Feinde der Kirche damals auf ihn aufmerksam wurden und ihn in einen Hinterhalt gelockt haben und umgebracht haben. Aber sein Leben wie auch sein Sterben war nicht vergebens. Es hat bis heute Frucht gebracht. So loben und preisen wir mit Maria und allen Heiligen und auch den Märtyrern den Herrn mit ihrem Magnificat. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Ja, liebe Mitbrüder, Großes hat der Herr an euch getan. Und dann dürft ihr einmal und auch jetzt schon mit Maria sein Erbarmen besingen. Bringt in die Wüste der Menschen die barmherzige Liebe Gottes. Eine solche Wüste könnt ihr auch im Kloster manchmal antreffen. Und seid in eurem Tun Apostel seiner Barmherzigkeit als wahre Zeugen Jesu Christi in dieser Welt. Und deshalb hört nicht auf, ihn zu preisen. Hört nicht Angabe, euer Totus Tuus, eure Berufung, jeden Tag von Neuem zu leben, unter dem Schutzmantel der Gottesmutter, der Mutter der Barmherzigkeit, unserer lieben Frau von Heiligen Kreuz. Und was Gott in euch begonnen hat, das möge er auch vollenden. Amen. Pater, promito tibi et successoribus tuis legitimis obedientiam secundum regulam sancti Benedicti Abbatis usque ad mortem. Et Deus det tibi vitam aeternam. Amen. Pater, promito tibi et successoribus tuis legitimis, obedientiam secundum regulam sancti abbatis, usque ad mortem. Et Deus det tibi vitam aeternam. Amen. Veni creato spiritu, mentes tuorum visita in plenso terna gratia que tu creas in pectora qui diceris paraclitus non omnia
septi formis mi munere. Accende lumen sensibus, in fundatore moribus, in firma nostri corporis, virtut et demans verdis. Hostem repellas longius, sta patrem nostramus ad perfidimum devotius et spiritum creamus omnipotens Amen. Ego frater Benjamin Maria Clement Puschnik, laicus, promito stabilitate meam, conversatione morum eorum et obedientiam secundum regulam sancti Benedicti Abbatis et constitutiones congregationis Austriace, coram Deo et omnibus sanctis eius, quorum reliquiae hic habentur, usque ad mortem, in hoc loco qui vocatur Sancta Crux, Cisterciensis Ordinis, constructo in honorem Beatissime, Dei Genetricis Semperque Virginis Mariae, in presentia Domni Maximiliani de Sancta Cruce Abbatis et omnium circumstantium. Ego frater Nastasius Henry Erling, laicus promito stabilitate meam, conversationem morum meorum, et obedientiam secundum regulam sancti Benedicti Abbatis, et constitutiones congregationis Austriace, coram Deo et omnibus sanctis eius, quorum reliquiae hic habentur, usque ad mortem, in hoc loco, qui vocatur Sancta Crux, Cisterciensis Ordinis, constructo in honorem Beatissime Dei Genetricis, Semperque Virginis Mariae, in presentia Domni Maximiliani de Sancta Cruce Abbatis, et omnium circumstantium. Thank you.
sipem et domine secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me ab expectatione mia. Sipem et domine secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me ab expectatione mia. Sipem et secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me ab expectatione mia. Sipem et domine secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me ab expectatione mia. Sipem et domine secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me ab expectatione mia. Sipem et domine secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me ab expectatione mia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Miserere mei Deus, secundum misericordiam tuam, et secundum multitudinem miseratiorum tuam, amplius lava mea iniquitate mea, et a peccato mio munda me. Omnia iniquitate mea minimum conosco, et peccato mio munda me. Sicuri soli peccati, et malum coram te feci. Orgustus in veniamis in sententia tua, et ecos in judicio tuo. Ecce te generatusso, et in peccato concepit me mater mia. Asperges me sopo et mondabo, lavabis me et supernivem de albabor. Audire me facies gaudium et efficia, et exultatum sancte te faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele. Contundum criam in meibus, et spiritum firmum in nova et miserius meis.
Deum sanctum tuum ne offerasami. Credere mi dileticiam salutaris tui. Espiritu contis in voco confirmati. Docebo in incosias tua. Et impiat te convertentur. Libera me de sancte vos fieros fieros sacerdotes meine. Vede exhortabit lingua dea justitia tua. Domine labia mea peri. Meum annunciavit laudem tuam. Laudem sacrificione caris. Holocaustum se offeram non placebi. Sacrificium Deus Spiritus contribulatus. Cor contritum et humiliatum Deus non despicies. Venite, Domine, in cura voluntate tua Sion. Ut edificentur muri Jerusalem. Tunga acceptabis sacrificium justitia portiones et holocausta. Tung imponent sub altare tuum vitulos. Gloria Patri et Filio. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere mei Deus, secundum misericordia secundum multitudine miserationum tuarum, dilere iniquitate meam. Habeus data mea iniquitate mea, de peccato meum unda me. Iam iniquitate meam ego cognosco, et peccatum meam contra me est semper. Justus in veniaris in sententia tua, et equus in judicio tuo, et semina terra tua sum, et in te prato concedit exce in veritatem in corde dil existi, et in occultus habientiam manifestas dimihi.
Album fac servos tuos. Mite est omine auxilium de sanctu. Et desiam tuia retinibus. Nihil proficia ad inimicos in eis. Et filius iniquitatis non abonat nocere eis. Esto eis, Domine, turis fortitudinis. Ad facie inimici. Domine, Deus virtutum converte nos. Et ostende patiem tua mensagrierius. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Orimus. Deus, qui per quo aeternum tibi filium cuncta creasti, quicque mundum peccatis inveteratum per mysterium incarnationis eius renovare dignatus es, te suppliciter exoramus, ut eiustem Domini nostri gratia, super hos famulos tuos, ab renunciationem seculi providentes, clementa respicere dignitur, per quam in spiritu sue mentis renovati, veterem hominem cum suis actibus exuant, et novum qui secundum Deum creatus est, induere meriantur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Domine Jesu Christe, qui es via sine qua nemo venit ad Patrem,
benignissimam clemensiam tuam postulamus, ut hos famulos tuos, a carnalibus desideris abstractos, per ita discipline regularis deducas, et qui peccatores vocare dignatus estitiens, venite ad me omnes, qui laboratis et honorati estis, et ego vos reficiam. Presta, ut hec vox invitationis tue, ita enes convalescat, quat enus peccatorum onera deponentes, et quam dulcis es gustantes, tua refectione sustentari meriantur, sic ut attestari de tuis ovibus dignatus es, agnosse eos inter oves tuas, et ipsi te agnoscant, ut fi alienum non sequantus et ti, neque audiant vocem alienorum, sed tuam qua dicis, qui mihi ministrat me sequatur, qui vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Sancte Spiritus, qui te Deum act Dominum revelare mortalibus dignatus es, immensam tue bonitatis gratiam postulamus, ut sic ut ubi vis spiras, sic et his famulis tuis affectum devotionis indulgeas, et quoniam tua sapientia sunt conditi, tua quoque providentia gubernentur, quos iuxa consvetam tibi gratiam unctio tua de omnibus dociat, et per intercessionem beatissimi benedicti, quem precipuum huio sancte institutionis legislatorem dedisti, nec non aliorum sanctorum, ad quorum nomina petitionem faciunt, eos a vanitate saeculi veraciter converte, et sicut est omnium peccatorum remissio, deprimentes impietatis obligationes in eis dissolve, et ad observantiam sancti huius propositi, fac eos certatim fevere, in tribulationibus et angustiis tua, in deficienti consolatione valiant respirare, et pie et sancte per vieram humilitatem, atque obedientiam in fraterna caritate fundati, quod detonante promiserunt, felici, felici perseverantia compliant, quod ipse prestare dignieris, qui cum Deo Patre, Sanctoque Unigenito Filio Eius Domino Nostro Iesu Christo, vivis et glorificaris Deus per infinita saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et vos spiritu tuo. Orimus. Domine Iesu Christi, qui tecmen nostre mortalitatis induere dignatus es, obsecramus immensam tua largitatis ob abundantiam, ut hoc genus vestimenti, quod sancti patres ad innocentiae vel humilitatis indicium,
aprenuntiantibus saeculo fere sanxierunt, tu ita benedicere digniris. Ut hi famuli tui, quo hoc usi fuerint, te indure meriantur, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Wie secundum Deum creatus est, in justitia et sanctitate veritatis. Amen. In justitia et sanctitate veritatis. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Patre natum, ante omnia saecula.
facto consubstantialem patri per clem omnia facta sunt. Incarnatus est die Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus exitertia die secundum scripturas et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et Spiritu Sancto Domino, et vivificante, die cum Patre et Filio simul adoratu et conglorificatu qui locutus est per profetas. Remissionem peccatorum. Et in secum resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi securi. Zu unserem himmlischen Vater, der die allerseligste Jungfrau Maria erwählt hat, der Welt seinen Sohn Jesus Christus zu schenken, rufen wir voll Vertrauen. Für die ganze Kirche gewähre, dass sie sich stets wie Maria im Glaubensgehorsam und in der Liebe am Wort Gottes ausrichtet. Gott, unser Vater, wir bitten dich, für unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Christoph und unseren Abt Maximilian. Stärke sie, damit sie den ihnen Anvertrauten den Weg zum ewigen Leben weisen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Mitbrüder, Pater Benjamin und Pater Anastasius, gib, dass sie dir ihr ganzes Leben lang treu bleiben und lass ihre Hingabe fruchtbar werden für die ganze Welt. Gott, unser Vater, wir bitten dich, für alle Kranken und Leidenden, lass sie Helfer finden, die ihnen deine barmherzige Liebe und Nähe zeigen.
Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Du hast Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Nimm unsere Verstorbenen, besonders Pater Johannes und Herrn Tobias Lechner, in die Gemeinschaft aller Heiligen auf. Gott, unser Vater, wir bitten dich, Herr und Gott, blicke auf deine Kirche, die sich voll Vertrauen an dich wendet. Höre auf die Fürbitte der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und schenke uns und der ganzen Welt deinen Frieden. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Assumpta est Maria in celum.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nimmt das Opfer an aus seinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und sein Geist. Allmächtiger Gott, unser Gebet und unser Opfer steige zu dir empor. Höre auf die selige Jungfrau Maria, die du in den Himmel aufgenommen hast, und entzünde in unseren Herzen das Feuer der Liebe, damit wir dich alle Zeit suchen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Agenitus ad Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi sempre dubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, quoniam hodie Virgo Dei para, in celos assumta est. Ecclesiae tue consummande initium et imago, ac populo peregrinanti certe spee solatii documentum. Corruptionem enim sepulcri iam videre merito nullo isti, quae filium tuum vitae omnis auctorem ineffabiliter te genuit incarnatum. Et ideo coris angelici sociati, te laudamus in gaudio confitentes. Oh,
Moses Domini, et merito de laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus quat occasum, oblatio mundo farato nomini tuum. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut hec munaraque tibi sacrandat et tulimus, eiotem Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanctis fiam, Fili Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Similimodo postquam senatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemus, Domine, venias. Memore sicitur, Domine, eius tem fili tui salutiferes as passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et presto lantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine fili tui refitimum, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christum. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genetrice Maria, cum Beato Iosefeus Sponso, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis Maturibus, cum Sancto Tarcisio, Beato Anastasio Janos, et Beato Benjamin,
et omnibus sanctis quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari. Hic hostia nostre reconciliationis proficiat, quae sumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Cristoforo, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue, confortare quoque in sancto proposito digneris, hos famulos tuos, qui hodie sacris religionis vinculis perpetuo, tibi se te vincerunt, et fac ut in ecclesia tua novam in aeternam vitam manifestent Christi redemptione comparatam. Votis huius familiae quam tibi astare voluisti, ad esto propitius, omnes filios tuus ubique dispersos tibi clemens pater, miseratus coniunge. Fratres nostros defunctus et omnes qui tibi placentis, ex hoc seculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua per enita satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta lagiris. Per ipsum et omnipsum et in ipsu, est in video Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celibis, sanctificetur nomine tuum, adveniat omnibus malis, da propitius pacem in viebus nostris, ut op misericordiae tua adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi. Cuidat omnes tecum et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem miam no vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.
offerte vobis pacem. Agnus Dei, victoris beata omni, miserere nobis. Agnus Dei. Spirito Santo, per mortem tuo mundo vivificasti, libera me per hoc sacro sanctum corpus et sanguinem tu, ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis, et facme tui sempre inherere mandatis, et a te numquam separari per vitas. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du reingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Medicent omnes generationes quia fecit me magna.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir haben das heilbringende Sakrament empfangen. Lass uns auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, die du in den Himmel aufgenommen hast, zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Vor dem Pontifikalsegen mit der Kreuzreliquie möchte ich noch einmal von ganzem Herzen unsere beiden neuen ewigen Professen, Pater Benjamin Maria, Pater, und Pater Anastasius ganz herzlich gratulieren. Und beim Gratulieren gehört immer auch ein Dank für die Eltern und für die Familien, Familie Puschnik und Familie Ehrling. Ich bin Ihnen von ganzem Herzen dankbar, vor allem auch den Eltern, dass Sie Ihren Glauben weitergegeben haben an Ihre Kinder und diesen Glauben leben. Das ist heute nicht selbstverständlich. Umso mehr wollen wir auch Ihnen versprechen, dass wir im Kloster nicht nur für die Welt beten, sondern auch für die Menschen, die mit uns in besonderer Weise verbunden sind. Es ist wie eine Erweiterung, so möchte ich sagen, der Familie. Wir bleiben täglich verbunden. Und das ist für uns ein großer Trost und eine große Freude, dass das Herz offen ist füreinander. Und dass wir vor allem miteinander dann am Herzen Jesu anklopfen dürfen, der uns alle Gnaden schenkt, die wir brauchen, damit wir das Leben in Fülle haben. So darf ich Ihnen jetzt in großer Dankbarkeit diesen Segen geben und freue mich über diese Stunde der Gnade und der Freude, die auch noch einmal jetzt weiterklingt, wenn wir nach draußen kommen und noch manche Überraschung erleben. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat et custodiat vos omnipotens et misericors Dominus. Pater. Et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Danke, dass Sie diese heilige, wunderschöne Feier gemeinsam mit uns miterlebt haben und mitgebetet haben. Pater Anastasius und Pater Benjamin werden jetzt als Mönche ganz in unsere Gemeinschaft aufgenommen und ihren Dienst für uns und für die ganze Welt im Gebet und in der Arbeit leisten. Danke, dass Sie uns mittragen und mit uns gefeiert haben. Ich möchte Sie einladen zu zwei besonderen Veranstaltungen. Am 10. September, am Abend um 19.30 Uhr, wird in unserer Abteikirche der berühmte Kammersänger Clemens Unterreiner von der Wiener Staatsoper gemeinsam mit uns Mönchen einen musikalischen Gebetsabend halten. Es werden gesungene Gebete erklingen und Sie können dabei sein. Am 10. September um 19.30 Uhr. Wir bitten Sie, sich dafür bei uns anzumelden. Am 16. und am 17. September gibt es zum ersten Mal rund um den Kreuzerhöhungssonntag den Heiligen Kreuzer Kirtag. Es wird verschiedene Stände geben mit Produkten und Spezialitäten aus den Gemeinden der Umgebung. Es wird am Sonntag um 15 Uhr, der Kreuzerhöhungssonntag, feierlich gefeiert werden. Und es wird die neu gestaltete und vom Maler Clemens Maria Fuchs ausgemalte Kreuzkirche wiedereröffnet und gesegnet. Wir würden uns freuen, wenn Sie zu diesen Terminen zu uns kommen würden in Stift Heiligenkreuz und hier vor Ort mit uns gemeinsam den Glauben an Gott feiern würden. Herzliche Einladung und Gottes Segen für Sie. Ja, die Idee war ganz einfach, dass wir den gregorianischen Choral mit seinen großen Botschaften, mit seinen Glaubensbotschaften, mit seinen berührenden und bewegenden Melodien verbinden mit Opernmusik. Clemens Unterreiner ist ein ganz bekannter Opernsänger, ein Kammersänger, der einfach oft schon in Heiligenkreuz war, wo sich eine Freundschaft entwickelt hat. Wenn man nach Heiligenkreuz kommt, merkt man sofort, das ist ein Energieplatz, ein positiver Platz. Man hat ja auch gewusst, wo man Kirchen hinbaut und Kapellen hinbaut und diese Kraftorte. Das ist ein Ort der Kraft. Wenn man hereinkommt, auch in diesen wunderschönen Hof und mit diesem Baum, da sieht man einfach eben die Schöpfung auch sofort in der Architektur, in der Natur und dieser herrliche Kirchenraum. Das ist ein besonderer Ort und wie gesagt, bin öfter auch hier gewesen, quasi als Tourist und Besucher und habe Bärlauch gesammelt in der Umgebung und jetzt singe ich hier. Das ist eine Demut, eine Freude im Herzen, ist auch ein Ansporn und eine Herausforderung dann hier, um vor allem unverstärkt in dieser großen Kirche zu singen. Aber ich freue mich schon sehr darauf, nicht? Man hat Freude im Herzen und für die gute Sache, darauf kommt es an. Der Erlös dieses Abends kommt zum einen Teil dem Verein Hilfstöne zugute. Das ist ein Verein, wo der Clemens Unterreiner Menschen unterstützt. In dem Fall geht es um demenzkranke Menschen, die durch Musik Therapie und Heilung erfahren. Und der andere Teil kommt dem Klosterneubau unserer Neugründung im Priorat Neuzelle im Nordosten von Deutschland zugute. Die Mönche dort sind Missionare. Die Mönche dort haben eine wichtige Glaubensbotschaft und dafür brauchen sie Unterstützung. Und das ist der Sinn dieses Abends, dass da viel zusammenkommt für diese guten Projekte. Musik verbindet auch und der Glaube verbindet. Und diese Verbindung von Glaube auf der einen Seite, Musik auf der anderen Seite, Opernmusik und gregorianischen Choral, das ist die Idee von Chant and Opera, wie im Himmel, so auf Erden, am 10. September in der Abteikirche von Stift Heiligenkreuz.